Wir sind der erste steirische Lacrosse-Verein, die Graz Gladiators. Wir sind hier heute Teil der Damenmannschaft. Es gibt auch ein Herrenteam. Wir trainieren immer am Viktor-Franz-Platz, also wenn ihr mal vorbeikommen wollt, wir freuen uns immer über neue Gesichter. Lacrosse ist schon ein sehr alter Sport. Es kommt ursprünglich von den amerikanischen Ureinwohnern und man spielt mit so einem Stick, wie ihr hier in meiner Hand seht, und einem Hartgummiball. Und die Mädels machen sich im Hintergrund schon mal warm mit dem Passen. So, ich darf euch heute die Übung erklären, die ihr dann auch zu Hause mitmachen könnt. Es ist eine Kräftigungsübung. Folgendes ist die Ausgangsposition. Ihr stellt euch hüftbreit hin, Zehenspitzen schauen nach vorne, Knie sind locker gebeugt und ihr nehmt dann den Oberkörper leicht nach vorne, die Arme in der Verlängerung hoch. Wichtig ist, Handflächen schauen zueinander, Daumen nach oben und da die Übung der Hacker heißt, machen wir dann diese Hackbewegung mit den Armen leicht auf und ab. Übung dauert 15 bis 30 Sekunden und ihr solltet 3 Durchgänge machen. Wie kann man die Übung schwieriger machen? Indem ihr einfach ein bisschen weiter runter geht oder den Oberkörper weiter nach vorne nehmt. Bewegung schneller machen. Einfacher kann man es machen, indem man einfach die Arme statisch hält und die Übung einfach nur so statisch 15 bis 30 Sekunden.